Wer nach Pellegrü kommt, wird von einer Skulptur begrüßt. Der Stellplatz in Pellegrü macht auf den ersten Blick einen eher unscheinbaren Eindruck. Schnell erkennt man, wie erste Eindrücke manchmal täuschen können. Der herrlich gestaltete Picknickplatz lädt sofort zum Grillen ein. Die Zisterne auf der anderen Seite des Baches fördert das Wohlgefühl. In der Zisterne kann man nicht baden und das Wasser eignet sich nur für den Garten. Die Ver- und Entsorgung ist für Fahrzeuge mit Tanks genauso geeignet, wie für die Kassettenvariante. Wer Strom braucht, bekommt diesen hier ebenfalls kostenlos und mit 16 Ampere abgesichert. Ein Spaziergang durch Pellegrü lohnt sich. Die Gendarmerie National ist in einem älteren Gebäude der Stadt untergebracht. Die offen gestaltete Stadthalle bietet Platz für unterschiedliche Veranstaltungen. Neben Picknicktischen findet man hier auch eine kleine Bühne. Wer die Kirche aus dem 12. Jahrhundert findet, wird enttäuscht feststellen, dass alle Türen versperrt sind. Dafür findet sich auf dem Platz vor der Kirche der Rest eines alten Brunnens. Eine kleine Ruhezone wurde hier ebenfalls gestaltet. Die Erläuterungen an den Gebäuden sind in verschiedenen Sprachen, auch in Deutsch. Eine weitere Entschädigung für die geschlossenen Türen findet man hinter der Kirche. Hier findet sich ein interessantes Treppengeländer, welches vermutlich aus Rippstöcken gestaltet wurde. Mit einem Blick in Nachbarsgarten entdeckt man eine weitere Skulptur. In den französischen Gärten erkennt man, wie romantisch die Bevölkerung veranlagt ist. Den individuellen Geschmack sieht man an kleinen Details. Neben dem Friedhofseingang findet sich das Kriegsdenkmal. Auf dem Friedhof hat jemand Guerilla-Gardening gemacht und Tomaten angepflanzt, welche sich prächtig entwickeln. Hinter dem Friedhof entdeckt man, dass es durchaus praktische Lösungen für kleines Geld geben kann. Die Freiwillige Feuerwehr schmückt sich mit einer großen Bananenstaude. Die typischen kleinen Gärten sind auch hier anzutreffen. Man findet reife Pfirsiche und Quitten. An Maronen und Walnüssen kann man sich ab Anfang Oktober bedienen. Leider verkommen hier viele der reifen Früchte. Anfang September blüht hier noch so manche Blume und erfüllt die Luft mit ihrem süßen Duft. Die wildromantische Bepflanzung erzeugt eine spezielle Wohlfühlatmosphäre und prägt das ländliche Idyll.